Servus. Hi. Mahlzeit. Danke. Wir haben, oder ihr habt Fragen, wir haben Antworten. Ist das okay so? Ja. Bring it. Alles nur fürs Thumbnail übrigens, oder? Was? Auf geht's. Ja. Bring the cues so we can drop the A's. Der Christian Wiederwald von Stormbringer. Nice. Fragt, Napster hat Ende der 90er die Musikindustrie verändert. Richtig. Dann sind Torrents gekommen. Nein, dann kam Metallica. Dann kam Torrents. Ja, und dann Streaming. Mhm. Wie wird die aktuelle Corona-Pandemie das Business ändern? Egal auf welchem Level, laut Christian, und wir sollen es versuchen zu beantworten, bezüglich Underground, so auch auf einem Metallica-Level. Also die Top-Guys. Okay. Ich glaube tatsächlich, für den Underground wird es nicht wirklich Änderungen geben. Nein. Gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, es ist easier geworden. Na, dann gibt es ja eine Änderung. Ich glaube nicht, dass es. Ich glaube, es ist für die Underground-Bands vor und nach Corona ist. Aha. Achso, wegen Corona, ich dachte wegen Streaming. Sorry. Ich bin jetzt irgendwie vor gedriftet. Wieder in die Episode, die du unter Thomas. Nein, die Frage ist, wie die Corona-Pandemie das Business ändert. Und ich glaube, das Business für Underground-Bands wird sich nicht ändern. Na, für Underground-Bands so gar nicht. Ich glaube, für die richtig großen Jungs, die werden jetzt sich vielleicht denken, so, wir könnten eine Tour spielen. Mhm. Das ist so und so viel Geld, aber auch so und so lang nicht daheim. Wir können auch einen urexklusiven, vollproduzierten Livestream spielen. Voll. Statt die dritte Tour in Nordamerika. Oder wir spielen eine kürzere Tour und dafür mehr crazy live shit. Voll. Oder eben wir spielen statt 20 Dates in Europa, spielen wir 10, machen dort ein Break-Even und spielen einen Livestream, wo wir fast an reinen Gewinn fahren. Voll. Wo du nicht nur 2000 Leute Capacity hast, sondern der Unterschied ist halt, ob du die Kosten so spielen kannst, dass du tatsächlich mehr Gewinn hast. Weil du hast dann vielleicht statt 2000 Leute in einem Venue, hast du vielleicht 20.000 Leute, die dir den Stream anschauen und kaufen. Weil das ist natürlich die Voraussetzung vom Business, dass es gekauft wird. Aber du bist weniger lang unterwegs. Eben, du bist weniger lang unterwegs, du hast deine Operating-Costs, deine Operating-Costs vom Bus und so weiter sind niedriger. Ja. Du wirst mit wesentlich weniger Kosten dieselbe Lichtshow in einem Venue, was leer ist, aufstellen können und das live streamen. Mhm. Weil dein Equipment hast du ja mehr oder weniger schon gemietet. Du kannst dich komplett selber inszenieren. Voll. Also ich glaube, das wird schon bleiben. Ja. Denke ich, weil das hat jetzt für ein paar Bands schon sehr gut funktioniert. Mhm. Also für Under Oath, haben gut Kohle gemacht damit. Trivium hat gut Kohle gemacht damit. Und ein Under Oath ist nicht Metallica-Level groß, aber Trivium würde ich mal behaupten, sind zumindest im richtigen Metal sehr viel weiter nach oben geht nicht. Vor. Metallica hat doch so ein Following und die sind so weit, die können in Wahrheit alles machen. Ja, aber ich meine nur, dass... Die haben immer Leute, die sich das auschecken. Ja. Also ich glaube, für die wirklich großen Bands kann das schon sein. Ich bin sehr gespannt, wo das While She Sleeps Experiment hinführt mit dem Patreon, die tatsächlich jetzt quasi viel eher monatlich direkt von den Fans eine Einnahmequelle gemacht haben, indem sie eine Patreon-Subscription anbieten mit unterschiedlichen Tiers und Benefits. Ja, da habe ich oft dann die Idee, also die Vorstellung, dass man sich damit eigentlich noch viel mehr Arbeit macht, als man eigentlich... Und viel mehr Material verbraucht. Ja? Das ist Zeit und Energie, als man dann eigentlich rauskriegt. Ja? Weil diese ganzen extra Subscriptions und Patreon und wenn man so und so viel zahlt, kriegt man so viel mehr. Und dann kriegt man noch viel mehr. Also quasi ist es ja schon so, umso mehr
Geld du zahlst, umso mehr direkten Service kriegst du von der Band. Ja, das ist, wenn du, keine Ahnung, 1000 Euro zahlst, dann spielen sie dir einen Geburtstagssong ein wahrscheinlich. Ja. I don't know, das heißt, ich weiß nicht, wie es bei White Sheep ist, sorry, ja, schau es mir immer an. Probably not. Und jetzt stell dir vor, 200 Leute machen das. Die musst du dann 200 persönliche Geburtstagssongs schreiben. Ja? Good luck, have fun. Ja, das ist die Gefahr und definitiv eine Mehrarbeit, die du eigentlich nicht hättest. Andererseits hast du dann auch halt 200.000 Euro. Weißt du, das ist... Ja, das stimmt schon. Ja, nein, es ist ich denk aber auch sowas können sich wirklich nur die ganz, ganz Großen leisten, die schon einen viel, viel reguläreren oder regulierteren Ablauf haben. Mhm. So wie ich es verstanden habe, haben While She Sleeps mehr oder weniger ein eigenes Studio oder zumindest ein Hauptstudio, wo hauptsächlich sie drin sind. Ob sie dort auch die ganzen CDs produzieren und recorden, weiß ich nicht genau. Ich verfolge die Band auch nicht so sehr. Aber dort ist es natürlich einfach permanent eine Kamera im Eck stehen zu haben. Record den ganzen Tag durch. Ja. Dann, also du kannst es dir, wenn du deine Abläufe gescheit herrichtest, kannst du dir das schon machen, dass es wenig mehr Arbeit ist, aber es ist mehr Arbeit. Die Sache ist, was sie ja ihr und Anführungszeichen verkaufen, ist ja sehr viel Knowledge und Insight, weniger physische Produkte, sondern sie reden darüber, wie man so Arbeitsabläufe, aber sie sprechen auch über Pressure und Anxiety und geben mehr oder weniger da Insight, wie sich das für sie anfühlt, dieses Band-Ding sein und so. Ja. Das ist etwas, das lässt sich leichter produzieren. Wie du sagst, also Kamera hin und zwei Lichter. Und aber glaubst du, dass ich meine, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sehr das Corona, ich denke schon, dass es auch Corona-bedingt gemacht wurde, weil es halt... Ich glaube, das war der letzte Push, dann sagen. So, und jetzt... Weil doch... quasi guaranteed monthly income bei Nicht-Touren. Doch cool. Das ist eh was, worüber wir schon gesprochen haben. Eben ja, vor Revenue Streams. Genau. Danke. Na, aber ich denke, dass die Großen, um zurückzukommen auf die Frage, ich denke, die Großen werden das Livestreaming mehr nutzen. Für die Underground-Bands wird sich nicht viel ändern. Ich glaube, sobald die meisten Leute wieder Underground spielen können. Ihr nehmt es in die Hand. Ja, und ihr richtig. Nutzt es. Aber ich denke, die meisten Underground-Bands sobald sie wieder spielen können, wollen lieber mehr spielen als Livestream-Konzerte spielen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Einzige, was wirklich das Business ändern könnte. Why not both? Korrekt. Mm. Next question. Mm. Komplette Closed Loop in Ear-Systeme. Komplette Zukunft oder nur ein Trend und kommen die physischen Amps wieder zurück und werden nie sterben? Frage ist vom Victor Sohm, Kaltweiß und Brennkirchen. Sorry, ich wollte schon wieder hängen. Hey, geht das? Ja. Sorry, Kids. Ich kenne beides. Mhm. Komplett Closed Loop. Damals mit den Enemies gehabt, wo das Setup so war, dass alles digital war. Es gab keine Cabs auf der Bühne, alles kam zu einem Mischer. Jeder hat sich für seinen Kanal seinen eigenen Mix machen können. Wir hatten in Wahrheit das, was normalerweise da steht. Mhm. Bei uns auf der Bühne waren zwei Racks. In einem waren XFX und mein Bass Preamp und Pedals drin und der Funk. Und im anderen war der In-Ear-Funk, der Mischer, der Notebook und so weiter und so fort, ist beim Tom gestanden. Der hat uns den Click-Track gefeedet und that's basically it. Also wie gesagt, zwei Racks, ein Drumset, Gitarrenbass. Ist es die Zukunft? Es ist definitiv erschwinglicher geworden, ja, und definitiv easier zum Zusammenstellen und user-friendly, ja. Und es ist, wenn du einmal das System hast, dann probst du, wie du live spielst. Ja? Auf der anderen Seite auch
wenn man Bands sieht, die man sagt, okay, gut, das ist die Zukunft der Bandmusik, wie zum Beispiel Periphery oder Animals as Leaders, ja, die haben jetzt auch teilweise wieder gerne, teilweise, also sie haben Cabs und Amps auf der Bühne stehen, weil sie sich dafür entschieden haben, hey, da, also vieles was diese Dinge da tun, hat eine sehr interessante Eigencharakteristik. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass, weil die haben natürlich XFX und andere Bands, einmal Camper oder Line 6 halt promotet, was dazu geführt hat, dass dann alle so geklungen haben, irgendwann einmal wie Periphery oder Animals as Leaders, weil natürlich auch die ihre Patches zum Download oder zum Kauf hergegeben haben. Ja. Und natürlich suchst du als Musiker so deinen eigenen Stamp und natürlich hat man auch gern Spielzeug. Ja, klar. Und natürlich spielt man auch gern damit und natürlich, es fühlt sich auch gut an, wenn das eine gewisse Response hat. Ja. Ich selbst bin ein Advokat von beiden Welten, ja, dass es schon ganz cool ist, wenn du ein Ding hast, wo du die komplette Kontrolle hast, wo du alles modeln kannst und digital herstellen. Aber es ist auch ganz cool, etwas reinzuwerfen, was so ein bisschen mehr eigenen Flavor hat, ja, damit man sich zumindest vielleicht selber sagen kann, ah, okay, ich klinge nicht ganz so wie alle anderen, sondern also das ist dieses Setup, dieser Build, wenn du magst, ja, ist mein Signature-Build und das ist so gerichtet, dass ich mit meiner Spielweise interessant klinge oder so. Ja. Also ich glaube, dass Amps und Pedals und so weiter und so fort, das wird nie ganz verschwinden. Es wird so Trends geben. In den 80ern haben auch zum Beispiel alle dann so riesige Racks gebaut mit so ein oder zwei HE-Effekt-Scheiß und alles war digital und dann so, oh ja, das ist die Zukunft und keine Amps mehr und nichts Schwares und so weiter und so fort. Und das hat sich dann auch wieder komplett gedreht. Ja. Das ist eben die Ebb and Flow von dem. Dann also ich hoffe, dass es bestehen bleibt, weil Camper, Line 6, XFX ist genauso geil wie der typische PV-Amp, ja, der auch was Eigenes, was Cooles an den Tisch bringt. Ja. Ja, oder Orange Boxen oder whatsoever. Ja. Wir werden sehen. Und es ist auch cool, das auch zu spüren. Ja, wenn's spielt wenn's und schirbt. Das tritt einen in den Arsch. Ja. Voll. Gut. Nächste Frage. Vom Andy, Blessed with a Curse. Mhm. Wie geht ihr mit Bands um, die sich musikalisch in eine andere Richtung bewegen? Je nachdem, ob eine Band nun härter, softer, experimenteller, poppiger wird. Im Internet scheint es wohl nie jemanden zu passen. Das ist korrekt. Das Internet hasst immer alles. Vor allem Änderungen. Wie stehen wir zur Veränderung? Ändert es Perspektiven oder unsere Perspektive, wenn eine Musikgruppe eine neue Richtung einschlägt? Spontane Beispiele sind Bring Me the Horizon, In Flames, North Lane, Suicide Silence. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel in der Sache ist 100. Wieso? Weil die erst Hardcore gemacht haben und jetzt so ultra soft. Okay. Ich finde beides geil. Ich denke mir nur manchmal, oder manchmal muss ich in mein Hirn einfach dieses machen, so, ja, es ist jetzt eigentlich wie eine andere Band. Ja. Und dann ist es für mich leichter zum Kompartmentalisieren. Mhm. Aber I don't know, ich habe immer schon das gehabt, wenn eine Band ein Album rausbringt, das mir gefällt, oder eine Single rausbringt, die mir gefällt, und dann einfach der nächste Release was komplett anderes ist, dann denke ich mir so, naja, okay, das werde ich jetzt halt nicht hören, ich höre halt das alte Zeug. Emotional ist jetzt, aber das nicht mehr so wie früher. Ich meine, früher war das so, ah, wie können sie, das ist Verrat. Ja, sicher, die machen ja Musik für mich. Nein, für wen sonst? Die zahle ich ja dafür. Ja, klar, nein, sicher, ich verstehe das eh. Früher war es furchtbar. Ich verstehe auch. Keine Verhandlungen. Ich verstehe auch den Outrage des Internets. Aber es, I don't know, vielleicht bin ich schon zu alt geworden. Es ist mir einfach. Ich denk auch eben, ein super Beispiel ist die neue Architect-Single.
es ist nicht mehr das, was Architects halt die letzten 3-4 Alben gemacht hat. Weißt du, was Architects ganz am Anfang gemacht haben? Auf der Ruins und auf der Nightmares? Ja, ja. Da haben sie da schon ganz anders geklungen. Na, eh. Als das, mit dem sie, ja, ja, na, da sicher, wieder ein paar Alben drauf. Sicher, aber die Leute wollten halt wieder das, was sie jetzt 2-3 Alben gemacht haben. Ja, well. und jetzt ist es irgendwie... Aber da hat man erst eine Single gehört. Na, ich bin mir sicher... Aber du weißt, wie das Internet ist. Wir haben eine ja, Single gehört, voll. Ab jetzt ist alles genau so. Ja, voll. Das stimmt schon. Sorry. Okay. nein, aber ich mein, wie ich es gehört habe, und ich habe die Single jetzt... Mir taugt sie sehr. Ich feiere sie so sehr. Aber ich verstehe, dass es nicht der Architect-Sound ist, der den absoluten... halt Hochflug herbeigerufen hat. Und ich habe meiner Frau gleich gezeigt. So, Rammstein! Nein, ich habe gesagt, es ist irgendwie ein Verschnitt von Bring Me The Horizon und Rammstein. Was geil ist, wenn es jetzt ab sofort alles so ist, muss ich für mich in mein Hirn halt wieder sagen, so, naja, das ist halt jetzt eigentlich eine andere Band wie Architects, weil Architects war für mich immer das. Ja, ja. I don't know. Ich bin da nicht so offended. Ich finde es cool, wenn Bands sich ändern. Es zeigt ja auch sehr... Ich sage es so in der Zwischenzeit, ich hab nicht mal mehr den Anspruch an Bands, dass sie mir gefallen müssen. Ich sage auch, sobald eine Band in mir was auslöst, sage ich, das ist irgendwie interessant, das ist cool, weil ihr verwirrt mich oder ihr macht es, dass ich jetzt komplett angry bin oder ja, auch wenn ich sagen würde, hey, der Sound taugt mir absolut nicht, bla bla bla, aber es passiert was, wenn ich sage, good job. Ja. Yeah. Das heißt, wir sind besser wie das Internet. Definitiv. Weil wir mit dieser Veränderung ziemlich gut umgehen. Ja. Yeah. Voll. Next question. macht eine Musikvideo-Tierlist. Also Lyric-Video, Performance-Only-Vid, Performance und Story. Ganz wichtig als Beispiel, offensichtlich die Musikvideos mit Titten. Und das ist eine Frage von Julius Kössler von Derm und Irritil. Ich weiß nicht, ob das sowas ist, wo er dann will, dass wir sagen, Musikvideos mit Titten ist Top-Tier. Musikvideos mit Titten sind Top-Tier. There I said it. Um den Thomas zu zitieren, I will die on that hill. also, ich, Julius, warum bist du so? PN. Ich glaube, für mich sind Musikvideos mit einer Kombination aus Band und Story Top-Tier. Mhm. Nur Story ist super, wenn es wirklich, wirklich gut produziert ist, aber ich weiß nicht, für mich ist trotzdem Musikvideo, ich will auch irgendwie ein bisschen von der Band sehen und deren Energie und so. Deswegen feiere ich die am meisten. Ich mag Musikvideos, wo es Story gibt und bei den Stories gibt es Schießereien. Okay. So richtig. Und Action-Movie. Mhm. Das ist cool. Mhm. Das ist definitiv very, very top tier. Ich mag es, wenn man nicht mal mehr sagen kann, ist es jetzt ein Performance-Video oder ist es ein Story-Video. Nee, wenn die Imagery so wild und abstrahiert ist, ja, dass es, I don't know, ja, mhm. Wo ich mir das gedacht habe, das haben Good Tiger bei ihrem letzten Album gemacht. Da haben sie mehr oder weniger zu jedem Song ein 3D-Video, also es war kein 3D-Video, aber halt es ist alles 3D-Computer-Imagery. Mhm, es ist wie, als würdest du mit jedem Song durch verschiedene Räume von einem Museum gehen und da bekommst du ein Exponat. Mhm. Ja, das ist halt eine Skulptur, aber halt eine surreale Skulptur, die es in der Form nicht geben kann, weil sie schwebt, also es gibt keine Gravity oder weil die Strukturen so ineinander greifen, dass du zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, so Marmor und Gras und das, das kannst du nicht geben, weißt du, was ich meine? Und du wirst den ganzen Song lang drumherum bewegt. Ja? Und dann, hey, das ist a fucking great idea. Ja?
weil du, es wird ein Gefühl von Raum erzeugt und du hörst den Song dazu und der ist irgendwie abgestimmt mit dem, ja, also zumindest, also wenn es ein besonders happy Song ist, dann ist der Raum natürlich etwas heller und so weiter. Klar, und so fort, ja. Also so ganz klassische Dinge, aber das ist halt so ein 3D-Visualizer. Ja. Und du sagst, wow, okay, that's great. Ja. Und da siehst du keine Performance, aber du siehst auch keine Story, ja, sondern es wird nur einen Mood erzeugt. Ja, 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 voll. Und das ist das, was mich am allermeisten anspricht. Ja. Mhm. Also sowas, was komplett was Abstrahiertes. Oder wo Story und Performance-Videos so arg ineinander greifen, ja, ja, voll, dass du nicht mehr sagen kannst. Dann bin ich Fan von so richtig guten Performance-Videos, wo sich die Leute so richtig körperlich so ein Workout machen währenddessen. Und dann eher Stories. Ja, ja. Das ist mein Ding. Meisten Klicks kriegt man mit Titten. Das mit, ist halt ja, so, definitiv ja. Boobs. Boobs und Partys. So, wie ist die Band? Attila. Die machen so White Boy Gangster Rap Shit. OnlyFans. Ja, haben so OnlyFans. Ach Gott, ja. Danke. Weiter. Weiter. Ja, wie war euer erster Livestream-Gig? Weil ich habe noch keinen gespielt. Noch keinen. Wie damals oder doch komplett was anderes? Also ich schätze mal, mit damals ist gemeint wie halt normal, oldschool, ein Real-Life-Gig. Die Frage kommt vom Dave von Whoop TV und Volume. Jo, Dave. Das war mein Nachbar, by the way. Anfangs weird, aber das lag eher am Raum, weil das ist ein, also der Proberaum ist eigentlich das Studio vom Boris. Und der ist so richtig gut isoliert, dass alles ein bisschen mumpfig ist. Ja? Mhm. Und wir haben doch einen recht schreienden Sound. Das hat uns alle irritiert, aber es war dann recht schnell recht normalized. Also im Sinne von, okay, ja, das ist halt mal cool, weil jetzt demandet niemand, dass ich großartig arg performe und ich kann mich halt konzentrieren aufs Spielen und hat so. Hat sich's mehr wie Live-Show angefühlt oder mehr wie Probe? Wenn du ach so, schon mehr wie eine Probe. Ja, okay. Wie eine Probe. Ich meine, wir haben hin und wieder haben wir Leute bei Proben, die uns zuhören. Mehr so in die Richtung. Ja. Ja, weil ich habe gewusst, im Raum nebenan sitzen ein paar richtig gute Musiker auch. Und, ja, und die sehen sich das jetzt an und denken so, oh shit. Ja. Da setze ich meinen Namen gerade drunter. Ja, so. Sobald man dann spielt und konzentriert ist, ist auch die Aufregung weg. Ich meine, es war vorher, ich habe schon gemerkt, dass wir fünf alles ein bisschen wurlert waren und so, da scheint der Countdown. Aber es war mehr so Vorfreude. Okay. Mehr freudig. Ja. Cool. Nächste Frage von Michelle Abert. Soll man als Musiker bzw. Band auf wirklich allen sozialen Plattformen sichtbar sein? Also jetzt auch zum Beispiel TikTok als neues etwas. So eine Shotgun-Method. Das Einzige, also wie ich mir die Frage durchgelesen habe, habe ich mir nur gedacht, ja, so hilft nichts, Shot nichts. Yeah. So, just fucking do it, ja. Yeah. Ich denke mir nur oft, weil wir zum Beispiel in Mothership sehr spät auf Instagram, und mir gedacht habe, okay, zahlt sich das aus, weil das sind ja folgenden ja eh die gleichen Leute, das ist nur der doppelte Aufwand, muss ich das wirklich, ja, das gilt es vielleicht zuerst auszuprobieren. Voll, ich wollte gerade sagen, es ist wichtig einfach zu schauen, wo ist die Audience, die du erreichen willst, weil die unterschiedlichen Plattformen haben doch dezidiert andere Zielgruppen und Audiences. Und wenn du jetzt der Meinung bist, fuck it, alles was geht, ich will Hauptsache, dass ich irgendwie so viel Reach wie möglich habe, ja, dann musst du es dir vermutlich antun, die 4-5-fache Arbeit zu machen und auf jede Plattform dauernd irgendwas zu machen. Aber wenn du sagst, so viel Reach wie möglich haben willst, dann solltest du dir eher überdenken, ein monatliches Budget auf die Beine zu stellen. Nein, das sowieso. Ich meine, das, klar, das ist aber, glaub, das ist aber was Zweites. Ich glaube, das ist nicht ganz so die Frage. Ja. Ich denke eher, dass man einfach wissen soll, wo sein Publikum ist. Und wenn man sagt, das meiste Publikum, was mich interessiert, ist auf
Instagram, konzentrier dich auf Instagram und nimm das Budget, was du normalerweise auf 5 Plattformen aufteilst, hau das in 1 rein und dann hast du noch bessere Ergebnisse. Ich glaub, das ist der Grund, warum er Mothership managt. Ja. So, jetzt haben wir ein paar Fragen vom Prep von Riverside Curl. Ein paar gleich. Ja, 3 Stück. Also eigentlich mehr wie ein paar. Paar plus 1. Ja. Gut. Lokale oder internationale Bands, die es nicht mehr gibt und um die wir es ewig schade finden. Und warum? Eine Band, auf die ich es ewig schade finde, dass es nicht mehr gibt, ist In Arcadia. Das war die Hardcore-Mathcore-Band vom Daisuke, der spielt Gitarre bei Show Your Teeth. Die gingen so in die Richtung, so wie so Architects von The Ruin und von The Hollow Crown. Ja. Und die waren live auch super tight und super geil und geil performt und alles. Und immer, wenn ich mir gedacht habe, okay, gut, die Architects, die brauchen jetzt noch ein paar Monate, bis die da sind. Aber in Arcadia spielen, also, oh, geil, same feeling. Ja. Ja. Das. Dann eine Band, die mich persönlich sehr, sehr, sehr geprägt hat auch, ja, war Forever in Decay aus Graz. Die haben dann, bevor sie sich aufgelöst haben, eine super geile EP released mit 2 Songs. Und die 2 Songs, die habe ich religiös gehört im Kreis. Ja, und habe ich gedacht, wie kann man sowas schreiben? Ja? Also so soundmäßig ein bisschen mehr so Volumes, nur mit mehr Mathe. Okay. Ja? Ich würd so in die Richtung. Lokal. In This Temper? In This Temper, ja. Das weiß ich. Haben immer ihr Ding gemacht und das war cool. Und international für mich definitiv Texas in July. Weil ich einfach einen Bezug zu die Jungs gehabt habe und halt einen Kontakt zu ihnen. Ja, ich meine, ich könnte noch sagen, Bands, die Band von Norbert Leitner, Lords of Decadence, das war seine Göteborg-Melodeath-Partie. Halt nicht, dass sie aus Göteborg sind, aber Wien. Aber halt so In Flames, Soilwork, so halt sehr schwedisch. Ja. Ja. Die habe ich sehr cool gefunden, die waren auch recht wichtig für Devastating Enemy. Ja. Mhm. Und wie ich die gesehen habe, damals. Ich glaube, okay, gut, das ist der internationale Standard und die haben eine eigene Homepage gehabt und orge Grafiken und orge Performance-Videos und so. Bist du deppert, ja, that's the thing. Mhm. Ja, und dann noch solche Bands, so Before the Fall und Perishing Mankind, das waren riesige Wiener Bands. Ja, also für mich riesig. Ja. Ja, aber da war ich, ist lange her, also 12 Jahre. 13 Jahre, die waren super. Ah, da war ich noch nicht. Und weil es der Prep gestellt hat, Harmanic. Eine der besten, der uninteressantesten Death Metal Bands in Wien. Dann, also, auch vom Prep, passt eigentlich gut dazu. Welche lokalen Bands waren die ersten, die uns inspiriert und motiviert haben, unseren Beitrag zu Musik und zur Szene zu leisten? Ah, okay. Ja, sagte ich hier gerade. Also, definitiv Before the Fall. Lords of Decadence, Perishing Mankind. Da gab es auch Marbath. Das war so auch seine orge Death Metal Band. Hm. Ja, die. Ja. Bei mir ist ganz easy. Wie ich hergezogen bin, habe ich den Philipp, also Rosi von Eyes in the Void kennengelernt. So mit Eyes in the Void. Wo ich aus vertraulicher Quelle habe, dass die an neuen Songs arbeiten. Mhm. Und Call the Mothership. Nice. Ja, ganz easy. Genau. Die letzte Frage von Prep hebe ich mal auf für ganz zum Schluss. Okay. Yes. Stay tuned for the review. Eine Frage von der Gemma, die uns die Frage in Englisch gestellt hat, weil sie die Sendung schaut, um Deutsch zu lernen.
Das ist sehr geil. Ja. Finde ich richtig cool. I am not entirely sure if that's a good idea. It's the best idea. Gut, auf jeden Fall, ich stelle die Frage auf Englisch, weil sie wurde auf Englisch gestellt. It has been suggested that perhaps the music industry should be adopting an all-or-nothing approach when it comes to concerts. Heißt, in der jetzigen Zeit, entweder Konzerte, so wie halt immer. So wie es gehört. Und ja, wir schauen wir halt, damit wir eine Art von Normalität haben. Oder, na, keine Konzerte, alles zu risky oder nicht sinnführend und so weiter. Ich meine, ich kann da eigentlich ganz kurz sein, ich bin tatsächlich der Meinung, dass das zwischendrin das momentan sinnvollere ist. Auch wenn ich selber nicht hingehe, aber das ist meine eigene Meinung. Vor allem, ich finde auch immer, wenn man etwas anbieten könnte, sollte man es mal testen und mal schauen, wie die Leute darauf reagieren. Und wenn es Nachfrage gibt und es ist sicher genug, dann just fucking do it. Ja, ich glaube, es liegt ja noch immer an mir, ob ich jetzt dahin gehe und das befolge oder nicht. Ja, klar. Ich muss aber auch persönlich sagen, ich gehe auch nicht hin im Moment, weil ich es einfach nicht so genießen könnte. Klar, ja. Aber deswegen sage ich, es ist für mich nicht ein, es ist weder ein All und weder ein Nothing. Es ist ein a little bit of both. Ja, es ist schon ein starker Kompromiss. Wie gesagt, für die Allgemeinheit finde ich es wichtig, dass es gibt. Ja. Na ja, klar. Ich möchte es eigentlich nicht so, weil ich möchte hingehen und ich möchte mich frei bewegen können. Ich möchte, dass laut ist, ich möchte, dass Leute im Moshpit zusammenclashen. Sicher. Dass die Leute headbangen und dass man dahin geht, um sorgenfrei zu sein und nicht auf großartig jetzt. Klar, aber ich denke halt, dass es momentan einfach nicht geht. Natürlich geht es momentan nicht. Ja, voll. Gut. Seek and Destroy schickt uns eine Frage. Seek and Destroy. Kuigraum. Kuigerland. Warum ist der Jörg nicht mehr blatt und geil? Das stimmt uns sehr traurig. Soll ich das jetzt gleich beantworten? Ja. Ich bin blau und geil im Herzen für euch. Forever. Genau. Gut. Und die Datei- das heißt, ich habe ein verfettetes Herz. Das ist urgesund. Zweiter Teil der Frage, wenn Peter, also ich, ein Video für Seek and Destroy planen dürfte. Du bist der Peter. Ja, ich frage dich, seit 2 Jahren. Also wenn ich ein Video für Seek and Destroy planen dürfte, wie würde dieses aussehen? Frage für einen Freund. also unterm Strich nach wie vor die lustigste Band Österreichs. Definitiv. I don't know, viel nackte Haut. Definitiv. Ja. Sehr, sehr, sehr viel, sehr viel. Overly obese. Ich weiß, dass Seek and Destroy kein Fan von Performance-Videos sind, sondern immer eine lustige Story haben wollen, ja. Wo sie dann auch gerne natürlich selber vor der Kamera stehen. Cool. Aber das muss so irgendetwas sein und es muss nicht etwas sein, wo sie plötzlich Instrumente in der Hand haben. Das ist nicht on brand. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es schon auch so mittendrin oder so, dass das grande Finale in einem riesigen Stripclub ist, wo überall Wurst Blade, und Steaks also, und so von der Decke hängen und übergewichtige Menschen. Männer und Frauen tanzen und sich der Fleischeslust frönen. Da, so auf the top of mind. Aber das ist vielleicht zu sehr. Vielleicht muss man genau das Gegenteil machen. Etwas, was super seriös ist und super emotional oder so. Okay. Ja? Mit einer Story, die voll deep ist und mit halt keiner rechnet. Ja? Weil man denkt sich, gut, Seek and Destroy haben halt ein Ding und das Video fängt an und man denkt sich, jetzt könnte es ridiculous werden. Aber in Wahrheit wird es die urdeep sad story oder so. Ja, aber ist es on brand? Das ist es eben. Aber ja. Wer weiß. Ich hoffe, dieser Freund kontaktiert mich. Dann aha. Werden wir mal schauen. Ja, es ist wichtig, dass der Freund seinen Rechtsanwalt mitnimmt. Weil was ich weiß, Seek and Destroy untereinander,
Nur per Anwalt. Nur noch per Anwalt. Ja, voll. So serious sind die. Kann Mario noch was lernen davon? Also bei unserem nächsten Podcast sind wir dann zu viert, weil da rede ich dann mit meinem Anwalt, dass der mit deinem Anwalt redet, dass der mit dir redet. Ready? Yes. Cool. Die liebe Paula von Blessed with a Curse. Deine Freundin. Korrekt. Ja, nee. Sie fragt, was hilft euch, wenn ihr beim Songwriting in einem Riff steckt, aus diesem wieder rauszukommen und stattdessen neue Ideen zu platzieren? Also ich glaube, das ist eine Frage für Jörg, weil die Paula hätte mich sonst schon gefragt. Kommt, nee, Marcel. Du! Wie machst du das? Genau, also es kommt dann noch ein zweiter Part, aber vielleicht das zuerst einmal. Der zweite Part, weil vielleicht kann ich... Was machen wir, wenn wir kreativ stecken bleiben? Ja. Also wenn man irgendwie beim Songwriting in einem Riff steckt und wieder rauskommt, was Neues da einfügt. In der Zwischenzeit laufen geht. Laufen gehen? Was ist, ist das für dich so ein Clearing, so ein Reset-Button? Was komplett anderes. Oder einen Mick Gordon machen, ja? To change the outcome, change the process. Ja? Mhm. Was mir sehr oft geholfen hat, war, dass ich entweder das Instrument wechsle. Ja? Mhm. Also, viele werden sagen, ja, aber Bass und Gitarre ist nicht so. Für mich ist es eine komplett andere Welt. Ja, mhm. Da, wo ich habe oft die Lösung für das eine im anderen gefunden. Mhm. Ja, indem ich mich limitiert oder auf der anderen Seite vielleicht erweitert habe auf einmal. Ja, weil mit dem Bass hast du gewisse Limitationen, die du mit der Gitarre nicht hast, und aber auch andersrum. Ja. Mhm. Oder wenn du zum Beispiel dir dein Instrument als ein anderes vorstellst und es anders benutzt, als was du es normalerweise benutzt. Ja. Das ist auch ein Tipp, den ich sehr, sehr gern gebe, was mir halt hilft, wie ich meine Grooves schreibe und so. Ich stell mir meinen Bass als Schlagzeug vor, ja, mhm. und sage halt, okay, gut, quasi der tiefste Ton, das ist meine Kickdrum und der Ton wird mir eher eine Snare sein. Oder ich stelle es mir nicht als traditionelles Schlagzeug vor, sondern mehr als irgendein Schlagwerk, wo ich halt, weil ich bin gut mit meinen Füßen und mit meinen Händen, aber ich kann ganz gute Sachen machen, nur mit meinen Händen. Ja, same. Eben, ja. Und denke mir, okay, gut, wie würde ich diesen Groove spielen und akzentuieren und wo? Mhm. Sowas zum Beispiel, ja. Also ich nehme ein Tool und setze es in ein anderes Framework. Ja? Mhm. Nachdem ich aufgestanden bin und mal raus oder ich mach mir einen Kaffee oder sowas und mach was ganz was anderes. Ja? Also, was mir nie geholfen hat, war ins Internet gehen, auf Facebook und dann schaue ich mal auf Social Media oder einen Film schauen oder so. Ja? Okay. Ganz selten. Ja. Also ich war schon eher bei dem, okay, ich mache was, aber ich ändere was in dem Prozess. Voll. Ich wollte gerade sagen, ich fand das sehr cool. Also das war eine Game Developers Conference Session und Workshop von Mick Gordon. GDC. Game Developers Conference. Ja. Werden wir sicherlich da unten irgendwo verlinken. Ja, das habe ich schon so oft geshared und so viele Leute und geschickt. Aber trotzdem, falls man es noch nicht gesehen hat. Ja, voll. Ich sage, es ist nein, so, aber irgendwie ist es obvious, aber es ist immer gut, wenn es einmal gesagt wird. Und mir hat es auch cool. Es ist eigentlich was ich immer schon gemacht habe, aber es war schön zu sehen, dass jemand das einmal zu einem Punkt bringt. Mhm. To change the outcome, change the process. Ich mache das auch. Wenn ich wirklich irgendwo stecke und ich muss aber was weiterbringen oder ich muss was fertig machen, ich schaue da halt, dass ich einfach eine andere Technik verwende. Zum Teil ist es halt, wenn ich irgendein Video schneide oder Foto bearbeite, einfach eine andere Software oder ein anderes Plugin oder eine andere Art und Weise, etwas zu machen. Und das ist dann meistens bei mir zum Beispiel einfach so, dass ich dann es einfach mal komplett übertreibe. Ja. Weißt du, wenn ich irgendeinen Slider habe und ich muss irgendwas komplett anderes machen, weil das ist. How far can you go? Ja, dann einmal komplett nach rechts und dann dial it back, bis es so, ja, okay, ist vielleicht was anderes wie normal, aber maybe it works. Also das ist etwas, was für mich teilweise funktioniert. Und ich meine, das ist halt nicht wirklich eine sehr hilfreiche Antwort, aber ich lasse es einfach so lange wie geht ruhen. Ich arbeite woanders weiter. Das ist jetzt bei einem. Distanz hast. Nein, voll. Und bei einem Video ist es halt dann zum Beispiel, wenn ich ein Video schneide oder ein Video produziere, ist das insofern leicht, weil
wenn ich bei einer bestimmten Stelle den Schnitt nicht richtig schaffe, dann arbeite ich halt an einer anderen Stelle im Schnitt oder ich arbeite am Color Grading oder ich mache das Intro anders oder so. Und aber du bleibst trotzdem bei einem Projekt. Ich bin schon mit dem Projekt irgendwie beschäftigt, aber an einer anderen Stelle. Das ist halt etwas, was man eigentlich nur wirklich machen kann, wenn man nicht wirklich eine Deadline hat oder wenn man nicht auf irgendeinen Zeitdruck kommt oder so. Weil wenn ich schon den Zeitdruck habe, dann mache ich es oft so, dass ich etwas mache, was safe und easy ist, also was technisch korrekt ist, aber was vielleicht nicht sehr kreativ ist. Und oft, wenn ich das dann gemacht habe und das dann fertiggestellt habe, das Ganze, und dann nochmal durchschaue von hinten, von rechts, gespiegelt, schwarz-weiß, whatever, dann fällt mir was ein, weil ich sehe, das ist zwar technisch korrekt, aber es wäre cooler, wenn da noch ein Übergang ist oder wenn das doch noch an ist. Also das hilft mir auch, aber ich denke, das ist einfach ein sehr was Unterschiedliches, wenn man jetzt zum Songwriting kommt. Da kann ich nicht wirklich eine sinnvolle Antwort geben. Mhm. Ja, aber das haben wir eben vorhin gesagt, dass wir das ein bisschen weiterhalten. Yes. Soll ja auch für Content-Kreaturen sein. Nicht für Musiker. Yes. Der Jose von der New Chapter Josie hat uns auch eine Frage geschickt, ob Lokal-Acts quasi Geld verlangen sollen, bezüglich Corona-Sachen oder wie sie die Szene supporten sollen, ob sie das einfach gutmütig machen sollen oder irgendwie. Lokale Underground-Bands, quasi Hobby-Band. Ja, voll. Should local bands demand money on Corona conditions? Ich sag, das ist hard no. Hard no? Hard pass? Nein. Warum? Mit welchem Grund? Ja, eh. Womit kannst du das backen? Ja? Sagst du dann halt, okay, gut, dann spielst du halt nicht, okay, dann don't play. Das ist halt, das ist leider super hart. Ja. Ich tät's verstehen, für Leute, die tatsächlich abhängig sind vom Kultursektor, ja? Sei es jetzt onstage oder offstage. Ja? Ja, klar, sicher. Meine Tontechniker ist genauso. Deren Existenz dran hängt. Und wenn sie sagen, ja, okay, gut, ich komme dorthin und ich mache dir deine Art Installations oder whatsoever, ich möchte auf jeden Fall Compensation haben, weil ich mich in ein Risiko begebe. Und um noch dazu den extra Aufwand auch zu kompensieren, ja, und halt den Dienstentgang, den man hat, wo sich im Übrigen die österreichische Regierung dafür kümmern sollte, dass es ein finanzielles Backing für diesen Sektor gibt, ja, und nicht immer die Zivilbevölkerung. Absolut. Ja, mit Spenden und Crowdfunder und bla bla bla. Bin ich voll bei dir. Ja, weil, so nur kurz, ganz kurz, weil sonst schießt sich die Regierung irgendwann mal selber ins Knie, ja. Weil wenn es keine Clubs mehr gibt und keine Betreiber und bla bla bla, das heißt, das sind weniger Steuern, die abgeführt werden und das ist weniger Budget fürs nächste Jahr. Und mehr werde ich nicht darüber nicht sagen. He's in finance. I'm in the finance. Eine Frage vom Wally, auch von Blessed with a Curse. Ja. Sehr fleißig, Burschen. Blessed with a Curse. Keep it going. Ja, voll. Danke für die vielen Fragen. lustigerweise ein bisschen eine Frage, die anschließt bei die Frage vom Andy. Wieso driften so viele Bands stilistisch in Richtung Buttrock ab? Also alles außer Rock. Buttrock, weil... Was sind solche Bands, die so eine Ansage haben, so This is Octane and we play nothing but rock. Ach so, okay. Buttrock. Okay. Genau, und wird der Trend irgendwann in die umgekehrte Richtung gehen? Wird es wieder ein bisschen so, wir sind die und die und wir spielen Metal. Aha. Genau, oder ja, also... Die Frage ist eher, ob der Trend ist, dass alles softer wird oder ob das irgendwann wieder die Kurve kratzt. Ich habe schon das Gefühl, dass es hin und wieder so gut produzierte Reinform-Bands auf einmal wieder gibt. Ja? Mhm. Die so dann wirklich straight on Hardcore oder straight on Deathcore
Weißt du, was? Sofern man sagen kann, Reihenform, weil Death Call ist auch schon ein bisschen weiter. Da wird mir der Thomas wahrscheinlich wieder was sagen. Zudem, na, aber die jetzt nicht sonderlich versuchen, irgendwas Neues zu tun, sondern etwas, was es schon gegeben hat, aber richtig gut. Ja. Nein, ich glaube, es ist so eine Art Welle. Es gibt immer Bands, die dann vielleicht ganz hart anfangen, einen bedingten Erfolg haben und dann mit softere Musik mehr Leute einfangen. Diese mehr Leute sind dann quasi in einem bestimmten Genre dazugestoßen oder eine bestimmte Band und die finden dann wieder eine andere Band, die wieder die purere oder härtere Form davon macht und springen dann dort auf. Ja. Ich glaube. Ich habe nicht das Gefühl, dass es einen Trend gibt. Ich habe das Gefühl, es ist immer so ein Ebb and Flow. Ich habe sogar das Gefühl, es gibt einfach mehr von allem. Und es wird immer noch diese Bands geben, die eher eine Reinform von etwas machen. Und es gibt jetzt immer mehr Bands, die sich mehr trauen zu mischen oder rein zufällig was Neues finden und entwickeln. Und mehr von allem. Ja. Ja. Glaube ich, hoffe ich. So, so more of everything. Das ist die Devise. Hedonism. Hedonism Bot, ja. Ja. Futurama. Shout out Futurama. gut, kommen wir zurück zur Frage von Prep, damit wir das alles abschließen. Genau. Ja. Prep fragt uns nach einem Resümee nach 1,5 Jahren Big Boys. Achso, deswegen hast du es zum Schluss. Ja, nee, sicher. Okay. Wow! Das wäre sonst urweird, wenn wir mittendrin so ein Resümee und dann so. Das heißt, wir hätten vor 5 Fragen eigentlich schon aufhören können. Okay. Genau, also Resümee nach 1,5 Jahren Big Boys. Wie erleben wir die Entwicklung von diesem Format? Was läuft gut, was weniger gut? Lessons learned, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Kurz zu den Lessons learned, die sind noch nicht aus. Wir finden jedes Mal wieder irgendwelche Fehler, weil irgendwas falsch eingestellt ist oder weil wir was vergessen haben. Alte Fehler kommen wieder. Ja, alte Fehler kommen wieder, das kommt das leider. Das machen wir gut. Ja, voll. Also wir haben noch viele Lessons zu lernen. auch uns für eine Sprache zu entscheiden. Yes. genau. Ja, ich weiß nicht, es ist... Das Resümee für mich ist, es freut mich, etwas gemacht zu haben und es noch immer zu machen. Richtig? Ja. Wo mir Leute dann schreiben, hey, geil, schaue ich mir einmal in der Woche an. Oder alle 2 Wochen schaue ich mir dann 2 Episoden an. Also ich freue mich immer, wenn es da was gibt. Und ich verfolge das. Also cool. Richtig, das freut mich auch. Und wenn wir Leute einladen, sagen sie, es freut mich, endlich ein Teil davon zu sein. Ne? Weil ich verfolgt seit einem Jahr und ich habe das und das nachgeschaut und bla bla bla. Ja, und ich denke mir, dass against all odds, und wir machen es uns ja selbst sehr schwer, weil wir eben ein deutschsprachiger, auf Metal basierender in Österreich so super klein sind. Ja, für die Views wertlos. Ja, absolut. Lustigerweise die Frage schon bekommen, dürfen wir eh schimpfen oder werdet ihr dann demonetized? Bless your soul. Ja, bitte monetized uns einmal, dass wir einen Scheiß machen können, dass wir demonetized werden. Das war super lustig. Ja, nein, es ist natürlich, wir sind in einer harten Nische unterwegs und Sinn und Zweck der Sache ist... Was? Ja, ja. Eine harte Nische ist ein Understatement. Ja? Vollidioten, dass wir das so spezifisch machen. Nein, aber das Schöne ist eben, was du sagst, dass es Feedback von Leuten gibt, zum Teil Leute, die wir natürlich sehr gut kennen, weil zum Teil auch Leute, die wir nicht so gut kennen, die sich dann trotzdem freuen über ein Thema oder reagieren auf ein Thema und dass eine Diskussion entsteht. Wäre natürlich cool, wenn das immer eine ewig lange Diskussion ist, ist halt auch nicht realistisch. Das muss nicht unbedingt eine Diskussion sein, aber halt mehr Interaktion auch. Ja, außerhalb von Q&As. Genau, ja, auch wenn wir sagen, hey, schickst uns Fragen, das geht eh immer sehr gut. Ja, finde ich cool, dass wir dann so viel Material zusammen haben, dass wir tatsächlich eine Stunde something eine Folge machen können. Mhm. Ja. Aber es geht nicht darum,
also für mich ist es Mission Statement, dass nicht wir uns produzieren und immer wieder uns da hersetzen, sondern dass ihr untereinander irgendwas machen sollt. Ja? Voll. Und miteinander reden und sagen, hey, ich habe das in den Big Boys gesehen, was sagst denn du dazu? Ja? Voll. Und oder, ich glaube, das ist eh auch das Wichtigste, was wir jetzt in den letzten 1,5 Jahren quasi zurückgehört haben. Dass es eben schon 2-3 Momente gegeben hat, wo sich Leute verknüpft haben, weil irgendwas Big Boys irgendwie dazwischen war. Weil man was gesehen hat oder weil man was gelesen hat. Oder auch einfach, weil man uns gefragt hat, kennt ihr das oder so, oder kennt ihr da wen, der das machen kann. Also das ist, glaube ich, das Coolste. Und das war schon sehr cool, wenn man dann so ein Feedback hört. Sagen, ja, aber das hat jetzt 2 Jahre gebraucht. Und so viele Folgen, dass ich ein paar Leute, da ist es das wirklich wert? Und wenn es nur einer gemacht hätte, und wenn es niemand gemacht hätte, dann hätte ich zumindest einmal im Monat so viel Spaß mit ihm und dem Thomas gehabt. Und ihr könnt Zeuge sein von dem, wie lustig das ist und wie konstruktiv es ist, wenn man sich die Wochen davor mal kurz hinsetzt und sagt, hey, über was wollt ihr denn reden? Ja, und dann konzentriert man sich eine Stunde lang und redet und diskutiert über so ein Thema. Ja, was man sich vorher ausmacht und wo sich dann die Leute individuell halt vorbereiten drauf. Und dann redet man. Ja, wir können auch anderer Meinung sein. Ist auch schon hin und wieder passiert. Und dann diskutiert man das aus und kommt auf einen Konsens und auch nicht. Ja, ja, klar. Und das wollen wir halt dokumentieren und zeigen, dass man das auch... Das muss man nicht nur mit seinen Freunden machen, sondern das geht mit einem jeden, der, keine Ahnung, Metal Music macht. Ja, kann auch andere Musik machen. Weil da hat man schon einmal, schon mal einen gemeinsamen Nenner. Ja, ja, sicher. So, it's easy. Ja, aber es wäre cool auch zu hören, was andere Leute jetzt nach 1,5 Jahren Big Boys gesehen haben an Improvement oder nicht. was es noch zu verbessern gibt, was es zu ändern gibt. Lieblingsmomente. Sollen wir Reaction-Videos machen, damit wir monetized werden? Ich glaube, das werden wir machen. Oder du wirst Reaction-Videos machen. Ich weiß nicht. Das ist dein Auftrag. Du machst Reaction-Videos, du schaust die Musikvideos an und sagst dir... Ich reacte dann dazu auf... Na, vielleicht nicht unbedingt reacten, aber du sagst, was dir gefällt. This is shit. I'll make it better. Na, und ich find Reaction-Videos nur dann gut, wenn sie einen edukativen Zweck auch haben. Wenn sie sagen so, okay, mir gefällt's, weil sie das so und so gemacht haben und das funktioniert, weil, ja. Und ich habe mir das angeschaut und gedacht, okay. Falls ihr doch noch irgendwelche Anmerkungen, Anregungen oder irgendwas habt, bitte irgendwo da unten oder per DM oder was auch immer für Nachricht auf welcher Plattform, man findet sich eh immer. Voll. Sonst seid ihr schon subscribed? Nein, subscribe, dann verpasst ihr nichts. Wir müssen eigentlich auch so dieses 70% der Leute, die das schauen, sind nicht subscribed oder so. Ja, das heißt, 80% der Leute sind Trottel. Ich weiß das eigentlich gar nicht. Das muss ich einmal nachschauen. Würde mich interessieren. Was ganz wichtig ist, müssen wir auch Sponsoren finden in der Zwischenzeit. So, today's sponsor is Raid Shadow Legends. Das ist ein Scheiß. Ja, Raid Shadow Legends, Raycon, NordVPN, Squarespace. Ich glaube, die geben anscheinend eher an jedem irgendwie. Ja, vor. Ja, wir hätten gern Orange oder was haben wir da noch? Highwatt, PV. Luit. Das ist, das ist Mesa, ganz wichtig. Ja, so was. Gut, auf jeden Fall. Sponsoren hätten wir gerne. Bevor es jetzt Powerbar. Hey, danke fürs Zuschauen. Wir sind jetzt laut. Das war der Peter. Das ist der Peter. Ich bin der Jörg. Stay big. Das war eine lange Folge. Darfst du es verkaufen?